Die Reaktion Israels auf den Angriff der jemenitischen Houthis war erwartbar und deutlich. Israelische Kampfjets haben Anlagen der Miliz in der Hafenstadt Hodeida bombardiert. Nach jemenitischen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet und 87 verletzt. Gestern hatten die Houthis Dutzende Drohnen auf Israel abgefeuert und dabei auch die Millionenstadt Tel Aviv getroffen. Die aktuelle Situation fasst Perdita Heise zusammen. Schwarzer Rauch und orangefarbener Feuerschein über Hodeida. Israelische Kampfflugzeuge haben die jemenitische Hafenstadt bombardiert. Mehrere Tanks gehen in Flammen auf. Es gibt Tote und Verletzte, die schwere Verbrennungen davontragen. Der israelische Feind hat das Gouvernement von Hodeida brutal attackiert. Mehrere Angriffswellen zielten auf die elektrischen Anlagen, die die Hafenstadt Hodeida mit Energie versorgen. Sie nahmen auch den Hafen- und Treibstofftanks ins Visier, allesamt zivile Ziele, sagt ein Sprecher der Houthi. Tatsächlich sind die israelischen Kampfjets aufgestiegen mit Ziel Hodeida. Doch Israels Ministerpräsident Netanyahu argumentiert: Der Hafen, den wir angegriffen haben, ist kein harmloser Hafen. Er wurde von den Houthis für militärische Zwecke genutzt, als Einfallstor für die tödlichen Waffen, die die Houthis aus dem Iran bekommen. Waffen, mit denen sie Israel und weitere Länder in der Region angreifen, sowie eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt unter Beschuss nehmen. Der Angriff, ein Vergeltungsschlag, einen Tag nach dem tödlichen Drohnenangriff der Houthi-Miliz auf Tel Aviv. Auch wenn das Ziel Hodeida rund 1800 Kilometer entfernt liegt, Netanyahu will Israels Feinden klarmachen, es gibt keinen Ort, den der lange Arm der israelischen Armee nicht erreichen könnte. Israels Regierungschef spricht denn auch vom Abwehrkampf gegen Irans Terrorachse, wie er sagt. Wie die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah-Miliz im Libanon, sei die Houthi-Miliz im Jemen ein integraler Bestandteil der iranischen Achse des Bösen. Die israelische Armee erklärt, die Luftangriffe auf Hodeida und auf dieses Waffendepot im Libanon seien zugleich auch eine Warnung an den Iran. Teheran wiederum warnt Israel vor einem Flächenbrand in der Region. Unterdessen geht der Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen mit ungehinderter Entschlossenheit weiter. Im eigenen Land jedoch gehen tausende Menschen auf die Straße gegen die Regierung Netanyahu. Sie fordern einen Deal mit den Islamisten, um die israelischen Geiseln nach Hause zu holen. Und zugeschaltet ist jetzt Aziem El Defraoui, Nahost-Experte. Willkommen hier bei Welt. Ja, schönen guten Tag. Können Sie für uns diesen Gegenschlag Israels einmal einordnen? Ist das nur in Anführungsstrichen eine Drohung oder wurden tatsächlich wichtige militärische Anlagen zerstört? Das Ganze ist natürlich nicht nur eine Drohung. Es wurden natürlich auch nicht nur militärische Anlagen zerstört, sondern auch ganz wichtige zivile Infrastruktur. Hodeida ist die viertgrößte Stadt des Jemen. Es ist der wichtigste Hafen am Roten Meer, durch den auch ganz viele Hilfsgüter reinkommen, ganz viel Öl reinkommt. Es gibt auch eine Ölpipeline, die ins Landesinnere führt. Das Ganze hat natürlich Konsequenzen für die humanitäre Lage, die im Jemen nach jahrelangem Bürgerkrieg ohnehin sehr schlimm sind. Hunderttausende von Menschen, Hunderttausende von Zivilisten sind in diesem schlimmen jemenitischen Bürgerkrieg, in dem natürlich auch die Houthis Kriegspartei sind, gestorben. Und es ist natürlich nicht nur ein militärischer Angriff. Das Elektrizitätswerk respektive die Öllagerstätte, also die Treibstofftanks, die da getroffen worden sind, werden natürlich auch die Stromversorgung im Land schwierig machen. Man weiß nicht, wie stark der Hafen beschädigt ist. Das ist ein ganz harter symbolischer Schlag, unter dem vor allen Dingen die Zivilbevölkerung auch des Jemens leiden wird. Allerdings ist das ja durchaus eine Strategie auch von Hamas und Hisbollah, dass man eben zivile Infrastruktur und auch Zivilisten selbst benutzt, missbraucht, muss man sagen, für seine militärischen Ziele. Ja, natürlich. Die Zivilbevölkerung ist, genau wie unter Hisbollah, unter Hamas, Geisel von extremistischen Milizen. Das sind alles extremistische Milizen. Aber trotzdem darf man sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, hätte es nicht andere militärische Ziele gegeben? Die Amerikaner und die Engländer haben ja auch die Houthis im Jemen angegriffen, aber sich dann genauer militärische Ziele ausgesucht. Also hier wollte Israel und der israelische
Premierminister Netanyahu wirklich eine ganz große Symbolwirkung entfalten und zeigen, dass Israel natürlich in keinster Weise hinnehmen wird, dass Tel Aviv angegriffen wird. Aber da stellt sich immer wieder die berechtigte Frage, war das jetzt die geschickteste Zielauswahl? Weil das wird natürlich von den Houthis und auch von den anderen extremistischen Milizen so ausgelegt, als wolle Israel der Zivilbevölkerung überall in der arabischen Welt schaden. Wie groß ist denn Ihre Sorge jetzt vor einem Flächenbrand dort im Nahen Osten? Also die Sorge über den Flächenbrand, die besteht natürlich schon extrem lange. Ne? Wir haben ja gesehen, dass das Ganze ein hochgefährliches geopolitisches Pokerspiel ist, wo Hezbollah ein ganz wichtiger Akteur ist, ein ganz wichtiger Spieler ist. In Israel wurden zigtausend von Menschen, 10.000 von Menschen im Norden des Landes evakuiert. Der Iran ist ein Player, der natürlich auch gesagt hat, sie werden das jetzt nicht so stehen lassen, diesen Angriff auf den Jemen. Bisher haben sich aber alle dieser Spieler relativ noch besonnen gezeigt. Aber es kann natürlich sein, dass man wirklich in diesen Flächenbrand, in diesen Krieg einfach reinrutscht. Und das macht einem sehr, sehr große Sorgen. Bedauerlich ist auch gerade, dass im Moment ja im Iran ein neuer Präsident gewählt worden ist, der für eine relative Öffnung ist. Aber der wird natürlich auch in gewisser Form reagieren oder vielleicht sogar reagieren müssen. Diese Flächenbrandgefahr besteht seit dem 6. Oktober. Bisher konnten wir ihn verhindern, aber wie lange ist wirklich eine ganz große Frage. Und natürlich sind die Houthis extrem unverantwortlich, indem sie halt wirklich israelisches Herzgebiet angegriffen haben, Tel Aviv angegriffen haben und dadurch auch wiederum in Israel zivile Tote hervorgerufen haben und diese rechtsgerichtete israelische Regierung zu einer Reaktion gezwungen haben. Noch mal ganz kurz, jetzt stehen ja hinter Hamas, Hisbollah und den Houthis der Iran, der alle diese Milizen trainiert, mit Waffen versorgt. Und der Iran wird offenbar auch bald seine eigene Atombombe bauen können. Da hat ja jetzt US-Außenminister Blinken gerade noch einmal vorgewarnt. Wäre es jetzt nicht an die Zeit, an die Ursache des Problems zu gehen, nämlich in den Iran? Ja gut, aber wie geht man an die Ursache des Problems? Möchte man eine militärische Konfrontation mit dem Iran, der ohnehin mit oder ohne Atombombe sehr hochkostet ist, möchte man wirklich eine offene militärische Konfrontation eingehen? Oder kann man vielleicht die Signale des neuen, gerade gewählten iranischen Präsidenten aufnehmen und sagen, vielleicht gibt es doch Verhandlungslösungen? Interessant ist natürlich auch, dass zum Beispiel der Iran ja erst vor kurzer Zeit wieder diplomatische Beziehungen zu Saudi-Arabien aufgenommen hat. Die Saudis haben ein sehr enges Verhältnis zu den Amerikanern. Also meine persönliche Hoffnung wäre vielleicht wirklich jetzt mit aller Energie, bevor zum Beispiel die amerikanischen Präsidentschaftswahlen entschieden sind, vielleicht für Trump, der eine ganz andere Position zum Nahen Osten hat, zu schauen, was gibt es überhaupt für Verhandlungskanäle. Und da wirklich alle Akteure einzubeziehen. Dankeschön bis hierher und ich würde mit Ihnen gerne noch über ein weiteres Thema sprechen, denn es sind keine 6 Tage mehr, bis die Olympischen Spiele in Paris beginnen. Die französischen Sicherheitskräfte sind deshalb in höchster Alarmbereitschaft und noch nie waren bei einem Ereignis in Frankreich so viele Polizisten im Einsatz. Rund 45.000, verstärkt durch 20.000 Soldaten und private Wachfirmen. Auch aus anderen Ländern kommen Polizisten zur Unterstützung. Die Olympia-Verantwortlichen wollen gegen alles gewappnet sein, ob Anschläge, Kriminalität oder gewaltsame Proteste. Und Herr El Difraoui, Sie sind ja gerade in Paris. Wie sieht denn angesichts dieser Sicherheitsvorkehrungen der Alltag in Paris aus? Läuft der überhaupt noch? Wollen wir es mal so sagen? Also ich bin gerade nicht in Paris, wie die Hälfte aller Pariser, die im Moment die Stadt vermeiden. Nicht nur, auch und wegen den drakonischen Sicherheitsauflagen. Die französischen Sicherheitsbehörden tun alles. Die ganze Innenstadt ist gesperrt. Man kann heute nicht mehr ohne Sondergenehmigung einfach am Seineufer spazieren gehen. Man kann nicht mal die Seine überqueren, ohne kompliziertes Internet-Sicherheitsverfahren für verschiedene Zonen beantwortet zu haben. Also die meisten Pariser sind, oder sehr viele Pariser haben die Stadt verlassen. Man macht sich natürlich Sorgen über Terroranschläge, gerade beim Klima im Nahen Osten, was sich weiter verschärft. Frankreich ist natürlich geopolitisch sehr aktiv, gerade im Nahen Osten.
Und die französischen Sicherheitsbehörden sind extrem besorgt, aber trotzdem glaubt man, Attentate werden sich nicht völlig ausschließen lassen, dass es trotzdem ein grandioses Eröffnungsspektakel geben wird. Ich sitze hier gerade auch drinnen, mitten im Süden Frankreichs, weil es in Paris heute auch, weil es in ganz Frankreich bewölkt ist. Und vielleicht trägt dies natürlich auch zu einer gewissen trüben Stimmung bei. Aber wir sehen, die Franzosen sind sehr gut in der Planung, auch in der Sicherheitsplanung. Und man wird am Freitag nächster Woche sehen, wie grandios und wie interessiert die Franzosen dann doch dieses sehr spektakuläre Eröffnung der Olympischen Spiele verfolgen werden. Dann hoffen wir, dass es sichere und sehr erfolgreiche und sehr fröhliche Olympische Spiele werden, nicht nur für die Sportler und Sportlerinnen, sondern dann auch für die Pariser und diejenigen, die dorthin kommen, um sich das Ganze anzuschauen. Herzlichen Dank für das Gespräch, ASIML. Die Frau Vielen E. war Dank. das aus Frankreich. Ich bedanke mich. Danke.